So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World. Diesmal mit den Tagessiegern bis heute. Da ich Jump World aktuell suchte bis zum geht nicht mehr, bin ich ein bisschen weit in der Fotoproduktion, deswegen wird es wahrscheinlich schon neue Tagessieger geben und die werde ich wahrscheinlich in den nächsten Folgen irgendwann spielen. Heute sind zwei neue Tagessieger drin, einmal Insel Jump 2 und Unterwasserwelt. Wir werden einfach mal direkt in Insel Jump 2 reinjoinen. Machen Gegner auf drei Blöcke Absprung. Die Tür ist verschlossen. Finde einen Ausgang. Ein etwas einfacheres Jump'n'Run. Okay, dann machen wir die Spieler lieber ganz aus. Und starten das Dings nochmal neu. So. Weil ich nicht möchte, dass mir jemand zeigt, wo ich raus muss. So. Ich sehe da oben den Ausgang. Ich sehe hier einen Jump. Oh, okay. Ein schwerer Jump. Ein sehr, sehr schwerer Jump, okay. Bin überrascht. Ich habe gedacht, das wäre ein einfacheres Jump'n'Run. Dann schaffe ich nicht mal den ersten Sprung. So. Immer den Weg entlang. Okay. Wahrscheinlich kann man auch anders hacken, cheaten oder wie sonst was. Oh, der hat faire Dings gesetzt auf den Baum. Oh, ist nett, dass er den Weg beschreibt. Ich kann nämlich echt immer gut mich verlaufen. Und zum Beispiel versuchen, hier rüber abzukürzen. Aber ich mache das einfach mal nicht, hätte ich gesagt. So, ich sollte vielleicht sneaken auf den Dingern. Zack, zack, zack. Oh, das sind faire, schöne Sprünge, ey. Ist wirklich ein einfaches Jump'n'Run, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt habe ich einen Fail. Das ist doof. Oh, der war fies. Richtung Haus. Okay, ja, ist ein bisschen offensichtlich. Aber dankeschön. Oh, hier rein. Zur Leiter. Schön, dass er jetzt immer den Weg beschreibt, nachdem man aus dem ersten Haus rausfinden musste. Nach unten. Jetzt kann ich auch wieder drei Blöcke Abstand machen. Da runter. Okay. Hallo? Spiel? Please. Please. Aufpassen, es geht tief runter, ja. Das ist bei Abgründen meistens so. Ist kein Wunder, dass das hier Testsieger ist. Muss ich ehrlich sagen. Oh. Ich weiß nicht, welcher YouTuber das Let's Played hat, weil normalerweise werden irgendwie nur fast nur Maps, die irgendwer Let's Played hat, Testsieger, Tagessieger, wie auch immer, hier rauf. Okay. Aha. Oh. Da war ich wieder zu übereifrig. So. Ich habe 7 Fails schon. Mega schlecht bin ich, ey. Kein Problem. Oh, was? Pikachu-Parcours? Ich glaube ja. Pikachu. Pixelart, ne? Dreh dich um. Nö, habe ich keine Lust zu. Oh, der Sprung ist fies. Fieser Sprung. Oh, jetzt Wassersprünge. Wenn er dann gleich noch Slime-Sprünge macht, dann gibt es überall ein Everything is awesome. Um nicht zu sagen ein... Oh, ich hasse Leitersprünge. Beinahe wäre ich runtergefallen. Ich hasse Leitersprünge. Vielleicht kann ich auch direkt daran... Nee, kann ich nicht direkt dran hüpfen. Es gibt mir jetzt natürlich viele Fails, weil ich einfach... Ah, jetzt geht's plötzlich. Okay. Ich hasse Leiter. muss ich da... Oh ja. Oh, Pixelart. Ganz viel Pixelart. Hat er die alle selber gemacht? Wahrscheinlich aus dem Internet abgepixelt. Weil den da habe ich zum Beispiel schon mal irgendwo gesehen. Aber ich meine, wie will man Yoshi sonst pixeln? Minion Pixelart, ja. Ein echter Minion, das wäre cool. Oh, Entschuldigung. Geh diesen Weg, wenn du dir das Dorf ansehen willst. Das Dorf hätte ich mir vorher auch schon ansehen können. Wenn du es wirklich... Es sieht fast so aus, als wenn er es selber gebaut hätte alles. Und wenn ja, dann... Captain America Pixel Art, ja. Also wenn er alles... Oh, okay. Wenn er alles selber gebaut hat, dann meinen größten Respekt. Hat er sicher... Oh, ich sollte vielleicht mal sneaken, ey. Ich sollte vielleicht mal nicht sneaken, ey. Wenn er es alles selber gebaut hat, dann hat er meinen größten Respekt. Hier runter. Okay, easy. Also diese Sprünge sind alle wirklich einfach. Und ich habe trotzdem 16 Fails. Das liegt aber an meinen schlechten Können. Hier habe ich ein Jump-Ding. Hui. Die manchmal nicht ganz so gut funktionieren, aber dafür kann er nichts an der Funktion der Mechaniken. Nice. Der hat echt nicht mit Checkpoints gegeizt. Es ist kein Wunder, dass der hier
Tagessieger war, wirklich. Was ist das? Oh, ein Regenbogen. Nyanket-Regenbogen. Ah, wie cool. Eine schöne, schöne Map. Da unten ist ein Goomba, ein Pilz. Oh, oh. Und da falle ich einfach mal runter, weil ich mir die Map zu sehr angucke. Ein Luftschiff. Also wirklich schick gemacht. Und alle 5-6 Sprünge besiegen Nyanket. Alle 5-6 Sprünge in Dings. Hier rein. Aha, hier ist die Nyanket. Es gibt keine Todesdinger und wow. Wow. Und ein Schleimsprung. Ach, wie cool. Ich habe sogar direkt richtig gelenkt. André Jump'n'One von PvP. Hä? Ist das jetzt Inselsam 2 oder ist das, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Vielen Dank, dass du unsere Map, dritte Map, achso, unsere dritte Inselmap 2 gespielt hast. Hä, dritte Inselmap 2? Macht Sinn. Erbaut wurde sie von 27 Sony Max und Knobi Sierra Kind und PvP Re Pixel. Achso, das da unten sind auch die Namen, okay. Unsere erste Inselmap, Insel Jump, an der die Bauzeit 6 Stunden, das glaube ich sogar, wenn die mit 4 Leuten hier dran gearbeitet haben. YouTube, guckt da rüber, gute Bewertung. Ich brauche gerade unglaublich viel Zeit, weil ich mir alles angucke. Und wir haben gewonnen. Die Kreativität, sehr gut. Die Sprünge waren sehr gut. Die Optik war sehr gut. Das war eine unglaublich gute Map. Oh. Ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Also, so wie ich das gesehen habe, haben die unten auch alles selber gebaut. Weißt du, wenn man nicht mehr fliegen möchte, ne, dann klappt das nicht, aber wenn ich fliegen möchte, dann stürze ich ständig ab. Die Luftballons fand ich ein bisschen sinnlos. Und ich sterbe gerade, weil ich keine Luft mehr kriege. Nein, weil mein Hals gerade, keine Ahnung, sich umbringt. Ist aber egal. Lasst mich sterben, ich kommentiere einfach weiter. Und das hier, Brunnen. Jo, das stimmt, das ist ein Brunnen. Die haben extra noch eine Map gebaut, das finde ich echt nice von denen. Der hat ein bisschen den Jump verkackt. Und hier gab es einen kurzen Cut, weil ich einfach wirklich sterben musste. Das ist aber halt so. Oh. Jetzt völlig runtergefallen, deswegen gehen wir in die Lobby zurück, machen Jump'n'Runs, suchen und gehen in die Unterwasserwelt. Die letzte Tagessieger-Map, die ich noch nicht gespielt habe. Also, ja, ich musste gerade echt extrem husten, ich weiß nicht, was das war. Unterwasserwelt bei Byroxy. Hallo, diese Map ist eine lange, aber leichte Map. Viel Spaß. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich in die Richtung. Ach, das ist wieder so eine leichte... so eine leichte, ich versperre dir den Weg, wo ich nur kann, Map und lasse dich suchen, wo du langspringen musst. Ich bin zu blöd gerade. Muss ich woanders lang? Vielleicht. Nee, muss ich nicht. Ich wollte gerade sagen. Oh, leichte sind die Sprünge aber nicht. Also Vierersprung ist schon hart. Oh, leichte Map, yo. Ist klar, Roxy. Ist klar. Muss man am besten durchjumpen, dann ist es immer einfacher, wenn man durchjumpt. Das ist natürlich, solange man nicht unbedingt eine Map vom Farmo spielt. Oh. Und ich versuche gerade noch ein bisschen hochzukommen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen Tab gedrückt. Ich wollte einfach mal gucken, wer denn online ist. Ob jemand online ist, den man so kennt. So wie die letzten Tage immer. Fische. 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 Ach, das ist ja auch. Die Map nennt sich auch Unterwasserwelt. Oh. Hat er das alles selber gebaut? Wahrscheinlich. Beziehungsweise sie ist es ja. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren, weil ich mich gedreht habe. Das wird jetzt gerade ein bisschen nervig, Roxy. Stundenlang nach oben im Kreis zu springen ist nicht anspruchsvoll. Und ich habe einen Jump Boost, okay. Okay. Den habe ich auch immer noch. Okay, okay. Hui. Oh. Mit diesen Jump Boosts arbeiten wenige irgendwie so extrem. Also manche machen es für 2-3 Jumps. Aber nicht für so
Ja, so einen ganzen Part. Das habe ich noch nicht oft gehabt. Und da ist es vorbei. Und jetzt kommen Eissprünge. Ich hasse Eissprünge. Weil man auf Eis immer ekelhaft rutscht. Mist. Also, ja, Gott sei Dank. Jetzt kann ich bis an den Rand sneaken. Oh, und fall runter. Ist schlau. Ich weiß nicht, warum ständig kommt, als wenn ich die Map resetten möchte, weil eigentlich möchte ich das nicht, aber das ist irgendwie eine Funktion hier von dem Demolia-Server, dass die nicht ordentlich funktioniert, muss ich sagen. Da passiert nämlich öfter, dass er scheiße. Dass wenn man auch nur kurz drückt, dass er einem sagt, hier, du möchtest ganz verlassen. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Kann hier nicht ein Checkpoint drauf sein? Bitte? Ach, es gibt mehrere Wege, wa? Ich benutze jetzt einfach mal den Hackerweg. Ach, wie cool. Okay. Das war zwar nicht der Originalweg, aber es war einfacher. Und Checkpoint. Nice. Kein speziellen Buff. Ich meine, es ist eine Unterwasserwelt, aber warum ist hier Eis? So oft friert das nicht unter Wasser, ne? Ich weiß es nicht. Und ich dachte eben gerade, das wären Bienen, aber Bienen machen ja auch keinen Sinn. Das sind so kleine Schwärme von Fischen. Oh, erkenne ich erst jetzt. Alter, wie viele Fische die hier gemacht hat. Nicht schlecht. Also, schön gebaut. Also die Optik ist auf jeden Fall super. Die Sprünge, muss ich sagen, also im Vergleich zu der Map eben gerade, da kommt das nicht ran. Und hier sind auch die Checkpoints ein bisschen sehr spärlich gesetzt. Da hinauf. Haben sie hier schon welche verlaufen oder was? Warum schreibt man das extra? Ups. Das sind Tintenfische? Nee. Was ist das? Ein Taucherschwein. Oh, das gibt einen dicken Bonus auf Optik. Also Optik hast du auf jeden Fall eine 1++ gekriegt. Auch wenn ich diese roten Dinger gerade nicht verstanden habe. Oh. Die ich gerade drüber jumpe. Es wirkt wie irgendwie ein Tintenfisch oder sowas, aber es macht nicht ganz so viel Sinn, weil das so, oh, wie cool ist das gebaut, ey. Nicht schlecht. Machen wir daraus einen Thumbnail, hätte ich gesagt, wa? F-End. Wunderschön. Wunderschön. Ich habe noch nicht oft Thumbnails gemacht, so aus der Folge muss ich gestehen. Ich falle gerade und konnte mit Rechtsklick mich nicht zurücksetzen. Okay. Ich habe noch nicht oft Thumbnails gemacht. Ich bin nicht so der Thumbnail-Macher. Da habe ich keinen Spaß dran. Also ich höre oft von YouTubern aus in ihren Folgen, ja, mir macht das total viel Spaß, Thumbnails zu machen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es abgrundtief hasse. Also, oh, jetzt habe ich mich zurückgesetzt, weil ich dachte, ich falle. Geil. Es macht mir keinen Spaß, Thumbnail zu machen. Und ihr braucht jetzt gar nicht, also, es gibt immer wieder welche unter meinen YouTube-Kommentaren, die schreiben, oh, ich habe es geschafft, die schreiben von wegen, yo, bla, ich mache den neuen Banner, ich mache dir Thumbnails, gib mir dafür 5 Euro oder Paysafe-Card oder so ein Quatsch. Leute, please, was ist in euren Köpfen falsch? Und ich würde sagen, Kreativität, ne. Na, die war okay. Tut mir leid, die Sprünge waren gut. Die Optik war sehr gut. Weil, also ich mache in der Kreativität, bewerte ich immer die Kreativität der Sprünge. Und es war einfach immer nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Es war einmal kurz das hier mit den Jumps, mit dem Jump Boost auf den. Ne, wie heißen sie? Die mit den giftigen Tentakeln. Ihr wisst, was ich meine. Die da. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Es sind nicht Tintenfische. Es sind Kaulquappen. Nein, Kaulquappen ist was anderes. Ihr wisst, was ich meine. Hier die Dinge auf jeden Fall. Ich vergesse den Namen immer. Die Map selber ist wunderschön gebaut. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.